Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Nordheide-Map mit dem Randy. Und der Tino. Und das war's. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst die Folge in deinem schon da. Schaut mal beim Tino vorbei und bis dann. Haut rein. Tschüss. Jo. Ja Leute, erstmal so wie angekündigt, letzter Part, Nordheide. Wir haben es jetzt immer noch bis Sonntag durchgezogen, auch wenn hier nicht viel Kreatives und Sinnvolles bei rumgekommen ist. Aber wir haben zumindest eine ganze Menge Silage noch. Häckselgut noch gemacht, das muss man ja wirklich mal dazu sagen. Nee, aber wie gesagt, viel Kreatives seht ihr ja, kommt hier nicht mehr rum. Und ja, es ist auch immer dasselbe. Wir haben eigentlich alles außer Holz hier schon gemacht und auch benutzt und getan und getun und getacht und geticht und getickt und getackt und keine Ahnung, was man da alles noch sagen kann. Ja, deswegen hier das jetzt heute letzter Part von der lieben Nordheide. Aber natürlich nicht vom LS, weil es wird natürlich ein Nachfolger kommen. Die Kreisunna läuft ja nach wie vor. Und das wird auch definitiv noch ein ganzes Stück so bleiben. Das steht fest. Das hier heute der letzte Part. Ja, ja. Also wenn du noch irgendwas sagen willst, dann heute. Ist der richtige Zeitpunkt. Sonst kriegst du die Chance leider nie wieder. Ah. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dann kommt noch ein neues Projekt. So. Und das halt mit der Community. Da kam auch schon ein Infovideo und so weiter. Und da sind auch schon die Bewerbung eingeflattert, nur wir wissen leider noch nichts, weil bevor wir das aufnehmen, haben wir noch kein Infovideo gemacht. Aber das ist ja nicht weiter dramatisch. Fahr zu, du Kunde, sonst schiebe ich dich über das Feld. Ja, so, genau. Und ab morgen, dann hoffen wir, dass startet das neue Projekt. Geplant ist es auf jeden Fall so. Ich bin schon wieder voll, das gibt's ja gar nicht. Das ist doch nicht mal normal. Ja, und ansonsten, was wollen wir jetzt eigentlich schon machen im letzten Part? Ich glaube, den können wir etwas kürzer halten heute, oder? Können wir ein bisschen kürzer halten heute, weil ich fahre ja auch noch die Sauen ab. Ja, wir fahren ja eigentlich nur noch sinnlos hin. Ich mache jetzt auch den Anhänger hier leer und dann stelle ich den hier, was weiß ich wohin, und fertig, aus ist die Maus. Wir haben auf jeden Fall gut was erwirtschaftet, also kann man nicht sagen. Wir haben viel mit Tieren gemacht. Also nicht falsch verstehen, aber ja, viele Schweine, viele Rinder, ein paar Pferde hatten wir auch und Schaf hatten wir ja auch. So, da haben wir schon ein bisschen gut gemacht. Das war schon nicht schlecht. Ein bisschen rumgefahren, haben auch auf jeden Fall die Futtermischstation, die fand ich auch richtig cool. Also die ist sehr nice. Auch nochmal Lob an das Team, an das FSM-Team. Danke auch nochmal damals für den Support. Als wir halt einfach mal die Frage hatten und ihr uns die dann auch beantwortet habt, danke halt eben auch für die Map. Die ist echt cool, also ohne Frage, aber uns fehlt halt eben langfristig gesehen einfach der Anreiz. Das hat ja auch nichts mit euch zu tun oder sonstiges, sondern es ist halt einfach das, wir wünschen uns eben halt die Wirtschaftszweige. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. So, und beim neuen Projekt kann man das vielleicht kompensieren, indem man eben keine Wirtschaftszweige hat, jetzt nicht so ausführlich wie auf der Kreisunna, aber dafür halt eben eine coole Map, sage ich mal, und halt eben viele Leute, mit denen man spielen kann, wo man halt eben auch viel machen kann, ja, auf so einer vierfachen Map eben. Und wie gesagt, aber ist eine coole Map hier, die Nordheide, steckt auf jeden Fall viel Arbeit drin, denke ich, und sehr viel Details auch, und ist wirklich cool. Also mir hat sie gefallen, hat Spaß gemacht, hier drauf zu spielen. Ich noch mal hier ein letztes Mal hier runter, und diesmal klappt es natürlich nicht. War klar. Ich komme. Bin unterwegs? Oh ja, schon unterwegs. Fertig. Mal hier gleich mal die Achsen kontrollieren. Was hat er denn hier eigentlich? Ein komisches Rohr. Also das ist diese Welle hier, diese, wie nennt sich das? Kardanwelle? Die der Traktor dran hat? Zapfwelle. Zapfwelle. Oh, dann kam gerade. Da kommt ein Auto? Was? Oh mein Gott. Warte, ich spring drüber. Hui! Ah, ich bin aufs Dach gesprungen. Das, ne, ja, klar, genau. Ich schaff schon alleine, brauchst du nicht. So. Ich will auch so ein Ding, Alter. Steht am Hof, steht am Händler. Woo! Geil, mit dem bin ich noch nie gefahren. Ne? Stimmt, das Original hier drin.
Richtig. Da haben wir einen scheiß Wendekreis. Können wir mal ein Rennen machen, du Homo. Verlierst du eh. Ach. Komm, wir machen noch ein Rennen zum Abschluss. Dann wohin? Oder wo ist Start? Start ist... am Shop. Hm, das dauert ein bisschen. Na, wo bist du denn? Naja, ich bin jetzt bei der Wiss-Tankstelle. Also ich fahr da gerade zurück. Wir stehen an der Tanke. Machen wir an der Tanke. Die Rennen, so haben sie früher auch immer gemacht. An der Tanke, Warum fährst du weiter? Jetzt, dreh da um. Also hast du wieder zu spät gehört in der Tankstelle. Naja. Böse waschen, rutscht der Dreck nach. Oh, für die Kurve ist das aber nichts, oder? Nee, nee. Das Teil. Alter Schwede, fahr ich wirklich zum ersten Mal hier. Aber von innen sieht er ganz nett aus. Irgendwie verkehrt rum, aber wir können doch so rumfahren. Kurz umlenken. Nee, nee, warte, wir stellen uns hier nebeneinander auf, das passt schon. Hier so, hier ist Start. Hier ist eine rote Ampel. Ja, warte, hier ist Start. So, hier, du stellst dich neben mich. So, genau. Aber wir können es ja so machen, komm, wir starten da hinten und dann gucken wir mal, wer zuerst hier bei der Baustelle, wer zuerst Angst hat. Hoch. Presswurst. Alter, Presswurstverkäufer. Kennst du Presswurst? Ne. Kennst du Presskopf? Ne. Presskopf? Presswurst. Ich weiß nicht, was du... Wo willst denn du hier starten? Na, hier um die Ecke. Also, das ist ja trotzdem unfair, wenn der eine links, der andere rechts steht. Was, Presskopf kennst du auch nicht? Sag mal jetzt auf der Schnelle nichts, ne? Oh, krass. Macht man meist so Hausschlachten und so. Da machen die Presskopf. So. Mhm. Von mir jetzt. So. Moment. Ist viel zu weit vorne. Ich bin hier vom Dummikind vor meinem Fenster und mach die ganze Zeit au, 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 au. Der kennt dich. So, jetzt sind wir gleich auf. So halbwegs. So, bei dreimal hupen, ja? Ist Start. Beim dritten Mal. Schön, dass du in der Innenkante fährst, kann ja nichts werden. In der was? In der Innenkante? So, mein Freund. Oh, oh, warte mal, falsche Spur bei mir. Alter, bist du bescheuert? Wo fahren wir? Ah. Stopp. Wo fahren wir überhaupt hin? Wir haben kein Ziel. Ja, das ist ja aber so schön. Fahren wir einfach hinterher, ich bin eh Erster. So, pass auf, dann machen wir eben einmal so außen rum oder was weiß ich. Kannst du überholen. Blinkt aber auch noch schön. Ja, warte, ich blinke auch noch. Oh, ihr müsst aufpassen, nicht, dass du die Kurve enger nimmst wie ich. Da holst du vielleicht noch auf. Wäre ja grauenhaft. Irgendwie macht mich das nervös, wenn du die ganze Zeit hinter mir fährst. Schneiden. Was ist los? Kann nicht wahr sein, oder? Oh, jetzt hat die Kontrolle kurz verloren. Guck, was auf dem Schild steht. Merkst du dir? Ja, wo bist du denn? Ich komme. Das ist schön. Bin gleich da. Mhm. Ah. Gibt's Orte, da waren wir noch gar nicht. Können Sie mal sehen. Hm. Wolltest du nicht kommen? Bin schon unterwegs. Hm. Ja, einfach geradeaus fahren, das kann ja auch jeder. Komm, dann bauen wir jetzt hier noch eine kleine Etappenrallye mit ein. Wir fahren jetzt, Moment. Wie fahren wir? Schon Big, ja. Hm. Huch. Guck mal, da hinten ist auch ein Boot. Wo ist ein Boot? Da hinten. Also hinter dir. Mhm. Fahr mal zum Holz. Hm. Oder wenn der Radius.
Der Busch. Alter, ey, das. Ey, das Ding geht gar nicht. Ach, das. Ah, das Ding ist echt heftig, ey. Geht das hier hinten überhaupt weiter? War ja nicht irgendwo in die Map-Erweiterung? Na doch, du hättest ja links gemusst. Bei die Map-Erweiterung? Nee. Oh, hier ist aber hier ist aber huckelig. Wenn der Rad hier so ist. Nicht immer schon wieder stängern hier. Ey, ist ja nicht so ernst jetzt hier, oder? Kannst du weiterfahren? Ja. Das ist unterwassertauglich. Da bin ich wieder raus. Ah ja. Wer den Spott hat, braucht für den. Ach, keine Ahnung. Vielleicht dann die Sorgen. Weißt du, was ich jetzt mache? Gebe ich dir den Todesstoß. Du nicht. Ja. Doch. Doch. Geht selbst unter Wasser. Warte mal, wie weit kann man hier unter Wasser fahren? Du kannst die ganze Strecke unter Wasser fahren. Ja, ja, ganz komplett. Hallo. Ja, aber unterm Schiff hier durch. Mach mal auf. So, na gut, fahren wir eine Runde unter Wasser, aber ich würde sagen, ah, cool, das Schiff von unten habe ich auch noch nicht gesehen. Und würde aber sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns erstmal. Wie gesagt, waren ein paar coole Folgen gewesen, hat auch Spaß gemacht auf der Map. Danke nochmal an das FSM-Team. Und ja, wir sehen uns quasi beim neuen Projekt wieder auf der neuen Map mit der Community. Und hast du noch ein paar abschließende Worte? I see, go home, Günther. Ah, okay, alles klar, ja. Olaf. Dann bis in diesem Sinne morgen, ne? Oder so. Oh. Tschüss. Däumchen nicht vergessen. Nochmal.